Er ist nicht umsonst die Stimme Ostbayerns. Also was er da rausholt, das ist Olympiagold verdächtig. Also ohne Armin Wolf wäre der TSV Habensberg ein Stück ärmer. Für mich ist Armin Wolf eine Marke. Hallo, mein Name ist Armin Wolf, ich bin Rundfunkjournalist und Moderator. Seit einem guten Jahrzehnt ist Armin Wolf Sportchef bei Radio Charivari und Gong FM. In 30 Minuten geht's los, das mit großer Spannung erwartete Eishockey-Derby. Seine Spezialität? Live-Übertragungen. Ganz, ganz großes Derby in der Landesliga. Beide Mannschaften zwar schon qualifiziert für die Aufstiegsrunde zur Bayernliga, aber es geht heute natürlich um Ehre, um Prestige und um zwei Punkte. Die sollen in Regensburg bleiben. Also, ich blicke nochmal auf die Uhr. 4 Minuten 44 Sekunden gespielt. 0:0 im Derby zwischen Regensburg und Weiden aus der Donauarena. Armin Wolf für Charivari. Der fünffache Europapokalsieger, angeführt von Olympiasieger Ole Bischoff, der TSV Abensberg. Er moderiert und organisiert große Veranstaltungen auch auf europäischer Ebene, zum Beispiel den Judo-Europapokal. Also erstmal ist ein super Typ, das mal vorneweg. Und das Zweite, der hat so eine tolle Stimme, also was er da rausholt, das ist Olympiagold verdächtig. Ich meine, er ist damals als Reporter von Charivari öfter hier gewesen. Ich glaube, er hat sogar mal einen Preis bekommen, wie er im Ligen moderiert hat bei einem Bundesliga-Finale oder Europacup-Finale. Wir sind dicke Freunde geworden. Inzwischen moderiert er unsere Veranstaltungen. Ich habe die letzten 2-3 Jahre hier in der Vorbereitung gar nichts machen müssen. Also ohne Armin Wolf wäre der TSV Habensberg ein Stück ärmer. In gut 12 Minuten geht es hier los im Regensburger Jahn-Stadion. Das Kellerduell in der dritten Fußballliga, der SSV Jahn Regensburg gegen Dynamo Dresden. Der Jahn im Moment auf Abstiegsplatz 18 und seit 8 Spielen ohne Sieg. Dynamo Dresden, der Traditionsclub aus dem Osten, nur um 4 Punkte besser und seit 5 Spielen ohne Sieg. Also eine ganz, ganz wichtige Partie. Ich würde mal sagen, der Stil von Armin Wolf ist auf jeden Fall unvergleichbar, denn durch seine ganzen Emotionen, die er auch in seine Reportagen immer mit reinbringt, gibt er ihnen was Einzigartiges. Und natürlich auch ein bisschen durch seine Stimme. Er ist nicht umsonst die Stimme Ostbayerns. Für mich muss ein Sportreporter, gerade wenn er übers Radio berichtet, dann muss er die Leidenschaft, die Atmosphäre, die Faszination einer Sportart rüberbringen. Das kann er gut. Ist ja in aller Munde hier, im gesamten ostbayerischen Raum, hat hervorragende Kritiken bekommen und dann haben wir ihn irgendwann einmal verpflichtet und das hat sich über weit über ein Jahrzehnt ganz, ganz toll bewährt. Armin Wolf funktioniert ohne irgendein Medium. Armin Wolf funktioniert überall, im Radio, im Fernsehen, in der Zeitung. Wir haben mit Armin Wolf eigentlich sehr viele Veranstaltungen schon gemacht, Autoverlosungen mit sehr großem Erfolg. Bis hin zur Sportler des Jahreswahl, Zirkusgalas, Benefizgalas, Stars unter der Zirkuskuppel. Der Armin zeichnet sich, glaube ich, deshalb besonders aus, weil er ein absoluter Profi ist. Eine akribische Vorbereitung und die 100%ige Einstellung bei den Moderationen, das sind meine Markenzeichen. Aber bei aller Professionalität, die Lockerheit, die darf nicht fehlen. Wir bleiben ein wenig beim Sport. Ja, die Fußballer haben uns mit den strammen Wadeln nicht so verwöhnt. Ich hatte Ihnen Hans Dorfner in kurzer Hose erwartet. Aber jetzt, glaube ich, sieht es anders aus, Friederike. Die Frauenherzen dürfen höher schlagen. Einen Riesenbeifall für Markus Wasmeier. Markus Wasmeier ist bei uns. Zweifacher Olympiasieger 1994 in Lillehammer, Weltmeister 1985 in Bormio. Ja, wir waren letztes Jahr schon öfters unterwegs, wo er ein Interview geführt hat. Er ist auf alle Fälle einer der, sagen wir, Radiosprecher, die Stimme schlechthin, die wo man eigentlich sofort kennt. Zu seinem Metier gehören Autogrammstunden, Pressekonferenzen und große Galas mit Stars aus Sport und Politik. Ich habe in meinem Leben einige Ehrungen erhalten. Die Bayerische Landeszentrale für neue Medien hat mich zweimal ausgezeichnet und von der Stadt Regensburg habe ich die Ratisbona Verdienstnadel bekommen. Die größte Auszeichnung steht aber vor den Toren Regensburgs, die Armin-Wolf-Arena. 1998 wurde das neu erbaute Regensburger Baseballstadion nach Armin Wolf benannt. Für die Baseball-WM 2009 wurde das Stadion modernisiert. Wir hören oder sehen uns. Ihr Armin Wolf.